yo, what's up? It's about Race Pictures back in the building. Jetzt bin ich back mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute um was ganz anderes als eine Outfit Reaction. Und zwar mache ich heute eine Fashion Pack Opening. Ich hatte es auf Instagram geteasert, mäßig. Für die, die mir nicht auf Instagram folgen sollten, tu es jetzt. Und ja, mal legen wir direkt los. Das erste T-Shirt, was ich hier habe, ist von Collusion. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein riesen Fan von der Marke von Asus. Weil die T-Shirts, die fitten so gut. Und die Farbe ist auf jeden Fall staublila. Für die, die gerade fragen, was für eine Farbe das ist staublila. Und ja, man, die finden sehr gut. Ich trage in einem T-Shirt, Size M. Und ich muss ehrlich sagen, eigentlich bin ich der Typ, der gerne Oversize mag und alles. Aber die finden so perfekt, dass ich gar keine Nummer größer nehmen muss, sondern meine normale Regular Größe. meine normale Größe nehmen kann. Und ja, man, das ist das erste Piece. Das ist von Reclaimed Vintage, auch von Asus. Ich glaube, ich fange so mit Asus an, ne? Auf jeden Fall, das ist ein schwarz-mäßig hier mit diese, wie wir selber, diese Kragen auf eng-mäßig. Und ja, man, das ist sehr, sehr nice. Und ja, man, kommen wir zum nächsten Piece. Das T-Shirt jetzt ist sehr, sehr wild, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein Graffiti-Print. Ich weiß selber nicht, wie ich drauf gekommen bin. Das ist von Jaded London, auch auf Asus, aber auf jeden Fall. Ich habe mir das T-Shirt geholt, eigentlich nur, weil das zur Hose passt. Das wäre die Hose. Und die wir selber, kombinationsboss-mäßig. Also die, die mir wie gesagt noch nicht auf Instagram folgen sollten, check up, weil die Bilder werden wild, hundertprozentig wild, wild, wild. Ein Cap, no, ein Cap. Das nächste Piece, was ich bestellt hatte, ist eine Jeanshose. In hellblau mäßig. Ich habe mir so Schuhe bestellt. Huhuhuhu. Die finden einfach 1A dazu. Ich muss ehrlich sagen, die Hose ist auch sehr, sehr schön. Ich trage, glaube ich, 32, 32. Ich werde nochmal nachschauen und die Größe nochmal hinzufügen, welche Größe ich trage auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, die Passform ist mega, nicht zu breit, nicht zu eng. Ist einfach auf Chile-mäßig, okay. Ich hatte sonst noch Sonnenbrillen bestellt, zwei Stück. So diese eckige mäßig, ihr wisst selber, ich zieh die mal auf, wie wild die ist. Muss mal gucken. Oh. Sieht man? Oh, wild, ne? Ich muss ehrlich sagen, die waren nicht mal expensive. Die, upsala. Die, glaube ich, 10 Euro oder so gekostet. Ich muss ehrlich sagen, ich mag die Form. Das war eigentlich spontan so. Ich habe geguckt, so was kann ich gebrauchen so für Sonnenbrille, weil letztes Mal ich war draußen, ich bin auch auf meine Sonnenbrille draufgetreten. Picknickmäßig. Und ja, man, auf jeden Fall habe ich noch eine Sonnenbrille. Die ist auch sehr, sehr wild. Die habe ich gestern getragen sogar draußen. Für die, die mir auf Instagram folgen, haben die auf jeden Fall gesehen. Auf Chile sieht man. Aha. Auf jeden Fall, ich habe mir zwei Sonnenbrillen, wie gesagt, geholt. Auf schwarz nicht, weil schwarz kann man immer tragen. Und ich wollte nicht diese klassischen Sonnenbrillen haben, ich wollte nur noch ein bisschen was Wildes. Ihr wisst einfach. Ja, man, das wäre es auf jeden Fall erstmal zu Asus. Jetzt überlege ich gerade, ob ich Schuhe zeigen soll oder Snipes. Ich zeige Schuhe, ist immer sehr, sehr wild. Auf jeden Fall habe ich mir weiße Schuhe geholt. Die Air Force One Low. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar welche, aber die sind dirty. Kennt ihr diese, man macht nicht sauber, man holt direkt neue. Ich hoffe, man erkennt es. Und ich dachte mir so, ich brauche wieder welche, weil es wird langsam warm, dieses Wetter. Und ihr wisst selber, zu dieser Jeanshose, diese blaue mäßig und dann zu dieser Reclaimed Vintage T-Shirt, auch diese schwarze mäßig, zu wild, okay. Dann habe ich mir was Überragendes bestellt, beziehungsweise das heißt bestellt, ein Kollege hat mir besorgt mäßig. Die Schuhe kam vor zwei Wochen raus, glaube ich, lass mich nicht lügen, I don't know. Letzte Woche auf jeden Fall, davor die Woche war das safe. Es waren die Jordans called Purple, meine scheißen die. Ja, Mann. Ja, mein Kollege hat auf jeden Fall besorgt. Shoutout an Maurizio Maggi. Yes, thank you very much, though. Thank you very much. Ich hole die Schuhe, Choc Güzel, no cap. Ich muss ehrlich sagen, diese Schuhe hier, no cap. Mit dieser Jeanshose, ihr wisst selber, diese Jeanshose, diese hellblaue. Hä? Und dann diese Schuhe, ihr wisst selber, das Outfit, was ich jetzt im nächsten Werk posten werde, wird so wild, no cap. No cap, das Outfit. Oh, die riechen sogar gut. Ihr wisst gar nicht. Kennt ihr diese, ihr habt was Neues, ihr wollt eigentlich immer anziehen, dies, das und so, aber ihr müsst warten, weil ihr wollt Fashion Pack Opening machen für, weißt du, ich wollte für euch machen, diese zusammenmäßig so, diese, versteht ihr? Yes. Auf jeden Fall habe ich mir die Schuhe geholt, die kamen wie gesagt vor zwei Wochen raus. Für die, die fragen, wie heißen, Jordan Craig Purple, meine ich, und yes, ich liebe die. Sonst habe ich noch eine Weste geholt, die habe ich mir jetzt vor zwei, drei Tagen geholt. Ich war in Düsseldorf, apropos, spontanmäßig, ich wollte eigentlich Parfüms kaufen, kennt ihr, ich wollte Parfüms haben, so. Diese junge Dame bedient mich. Ich so, na, ich finde keins. Und dann Kollege Wesley so, der ist drüben so in der Herrenabteilung, guckt sich Sachen an. Ich so, Bro, ich bin fertig, ich hab nichts gefunden. Und so. Auf einmal, diese Weste hat mich angeguckt, ne? Die hat mich angeguckt auf andere Art und Weise. Ich zeig dir jetzt und dann werdet ihr mich verstehen, wieso, weshalb, warum. Diese Weste,
die ist auf andere Art und Weise brutal. No cap. Diese Burberry-Weste, ich hatte die an, ne? Ich habe mich 10 Minuten lang safe im Spiegel angeguckt, weil ich gucke diese links, diese rechts. Puh, die ist heavy, so, so, so. Und dann gucke ich Preis. Schmerzhaft. Aber ich dachte mir so, ich kann nicht nach Hause ohne diese Weste. Und der Kollege sagt so, also was heißt der Kollege? West sagt so, Bro, wenn du die nicht nimmst, nehme ich die. Ich so, I bet. Kassierer, let's go. No. Und die Weste ist auf jeden Fall heavy. Die kann man jede Jahreszeit auf jeden Fall rocken. Und jetzt im Sommer, tut mir leid, schon mal auf jeden Fall an die Leute, die mir auf Instagram folgen. Diese Bilder werden wild. No cap, die werden wild, ne? Auf andere Art und Weise. Ich werde die jeden Tag tragen. Das ist auf jeden Fall safe. Also, don't add me, though. Und ja, ich habe sonst noch was von Snipe. Die haben mir Sachen zugeschickt damals, wo eigentlich sollten die schon so lange ankommen. Haus des Geldes ist ja am Anfang des Monats rausgekommen. Und ja, Mann, die haben eine Kollektion dazu rausgebracht. Und anscheinend kam ein Package heute an. So, die haben mir Socken geschickt. La Casa de Papel. Auf jeden Fall haben die mir Socken geschickt. Haus des Geldes eben selber bei Snipes. So, was habe ich denn hier? Hier habe ich eine Weste. Die sieht sehr wild aus. Ich glaube, die kann man rockenmäßig auf diese, selber diese Weste auf einmal machen. Das ist von Haus des Geldes. Einer, ich bin der Professor auf diese Art und Weise. Meine Chica Raquel. I got you. Ah, okay. Die haben die passenden Pants dazu geschickt anscheinend. Sieht auch sehr, sehr nice aus, muss ich ehrlich sagen. Ein Kombinationsfoto wird auf jeden Fall da sein. 100%ig mit einem weißen T-Shirt auf Chili. Kommen wir zum nächsten Piece, was ich hier drin habe. Was habe ich denn noch? Eine Jacke. Sieht sehr, sehr klein aus. Ja, okay, du hast eine andere Frage, aber die sieht nicht schlecht aus. So weiß auf diese Art und Weise ist auf jeden Fall chillig. Ich habe keine weiße Jacke. Kann man rocken, glaube ich. 100%ig. Sonst kommen wir zum letzten Piece, was drin ist. Ist ein Hoodie, auf schwarz-weiß-mäßig angelehnt. Der ist entspannt. Der ist entspannt, ehrlich. Der ist chillig. Jetzt zwar ein bisschen warm, aber sonst, ich mag diese schwarz-weiß, kommt wild, ne? Fühlt mich. Na, I'm joking though. Auf jeden Fall, Leute, das war's. Mein favorite piece von den allen ist die Burberry Jacke und die Jordans und die Air Force One und die Sonnenbrillen und die Jeans, da darf ich nicht vergessen. Auf jeden Fall, nein, eigentlich alles, was ich bestellt habe, so mäßig. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Fashion Pack Opening mit dabei zu sein, so mäßig. Und falls ich öfter solche Videos machen soll, sagt mir Bescheid, schreibt es unten in den Kommentaren. Folgt, abonniert, macht Glocke an mäßig. Und yes, sir, bis zum nächsten Mal. Peace. Ja, Mann, das wär's zu.